Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir wollen unbedingt noch ein Spiel gewinnen, um Gold 2 zu werden. Das wäre ganz cool. Ich will logischerweise alle Spiele noch gewinnen und ich will jetzt auch die zwei Spiele gewinnen in der Aufnahme hier. Aber erstmal das eine, um Gold 2 zu klären, das wäre schon mal ganz cool. Ach, das letzte Spiel, das war echt komisch. Das weiß ich nicht. Ich denke, ich habe auch nicht 100% konzentriert gearbeitet, aber trotzdem wäre es, denke ich, verdienter gewesen, zumindest den Ausgleich zu schaffen. Schauen wir mal, hoffen wir mal, dass wir dieses Mal ein besseres Spiel hinbekommen. Damals in den letzten Spielen auch nicht wirklich der Wechsel was gebracht. Backbone, Sentinel, Anchor, okay, hat den 75er Van Aanholt als Linksverteidiger, wieder ein schneller Sturm. Ist das Batshuayi da rechts gewesen? Nee, warte, das war Zaha oder wieder Zara, Zala, Zaha, Zara, irgendwie sowas. Glaube ich. Auf jeden Fall auf den Hunter gehabt. Schade. Immer in die Ecke. Och, er geht weg, Gulan. Toll. Gemacht mit Escharavi. Och, Brozovic, du Trottel. Er hat auf dem Außen eh nichts verloren. Zaha, genau, Zaha. Puh. War so ein schwieriger Ball. Aber gefällt mir trotzdem nicht, dass er da zum Abschluss kommt. Ach, ist auch einer, der mit da rüber geht. Mann! Gut antizipiert. Bin leider genau im falschen Moment in die Richtung gegangen. Ich glaube, der Gegner spielt besser als der letzte. Das ist blöd, weil gegen den letzten haben wir verloren. Das heißt ja erstmal nichts. War doch kein Foul, Freunde. Ich glaube, ich wechsle direkt auf 4-1-2-1-2. Gefällt mir nicht, wie es läuft. Die haben den Kopf von Jesus so hässlich gemacht. Der sieht überhaupt nicht so aus. Ich meine, klar, eine Ähnlichkeit hat er schon, aber der ist so hässlich gemacht, so hässlich animiert. Schauen wir mal, ob es im 4-1-2-1-2 besser läuft. Weil es hat sich nicht gut angefühlt, dieses 4-2-3-1 jetzt am Anfang.
Oh, ey, jetzt hat er aber richtiges Glück, dass der Ball nicht bei mir landet. Hä? Wir sind doch gar nicht an ihn rangekommen, oder? Wie kann das ein Foul gewesen sein? Super geil gespielt und dann leider verzogen beim Schuss. Oh, den hätte er ruhig machen können. Lass mich doch weiterspielen, Mann. Oh! Alter, da haben wir Glück zweimal, bekommen den Ball, dann schaffen wir es trotzdem nicht, ihn irgendwie nach vorn zu bringen. Spielt aber auch gut, muss man leider zugeben. Also er spielt wirklich nicht schlecht. Und wir dürften uns auch nicht beschweren, wenn es jetzt 2-0 steht, wobei wir natürlich mit Mertens auch die Riesenchance zum 1-1 hatten. Hier leider liegen lässt. Den verschießen, Mann. Also den ersten Schuss vor allem. Was ist denn jetzt los in den letzten Spielen? Also, es wäre auf jeden Fall mittlerweile auch wieder verdient, wenn es hier unentschieden stehen würde. Ohne Scheiß. Schöner Pass mit Andersson. Ich weiß nicht, ob ich gerade zu hektisch bin im Abschluss. Also irgendwas passt doch hier nicht. Ach, schnelles Aufstehen nach einer Grätsche gibt's wohl gar nicht mehr. Also wie gesagt, meiner Meinung nach wäre es ein Unentschieden jetzt hier verdient, aber ich glaube, ich bin einfach gerade zu hektisch in den letzten Spielen im Abschluss. Also ich mache das nicht gut. Gefällt mir gar nicht. Ich habe jetzt schon so viele riesen Chancen liegen lassen, das ist eigentlich sehr untypisch. War jetzt keine Riesenchance, aber immerhin mal eine Ecke. Mit der Tia könnte man ein Kopfballtor machen. Das ist doch super Kopfballstreik, rein theoretischerweise. Oh, geile Ballannahme, Torreira, schön gemacht.
fast noch ein Eigentor. Wir waren aber auch vorher an den Ball schon dran. Na, wie oft darf er jetzt noch schießen? Gut antizipiert von ihm, haben wir Glück, dass wir da noch im Ballbesitz bleiben. Gut gespielt, kann man nicht sagen. Gebt trotzdem nicht auf. Ich wechsle jetzt auch. Wir hätten halt locker auch schon zwei Tore haben können. Locker. Aber wenn ich dann die Chancen nicht nutze, ist es dann irgendwie irgendwann auch verdient für den Gegner. Nicht dahin. Mann, Mann, Mann. Ja, mittlerweile spielst du aber auch richtig scheiße, kann man nicht anders sagen. Ich wechsle jetzt nochmal aufs 4-2-3-1 für die letzten Minuten. Ich bin halt auch so ultra defensiv mittlerweile, das ist zum Kotzen.
Das war's. Und jetzt ist es auch verdient, leider. Ach man. Ja, aber wie gesagt, wir spielen auch einfach nicht gut jetzt. Haben am Anfang von diesem Spiel viel besser gespielt. Weiß nicht, warum ich dann totalen Faden verloren habe. Och, nicht dahin, nicht so. War schon auf der Linie, toll. Der verschießt ihn, interessant. Ja, am Ende verdient. Hätte ich so weitergespielt wie am Anfang, wäre es vielleicht anders gelaufen, aber irgendwie habe ich komplett den Faden verloren in dem Spiel. Ich glaube auch, die 4-1-2-1-2-Formation hat gegen ihn nicht so richtig funktioniert und ich habe das aber irgendwie nicht wirklich realisiert. Ich hätte halt eher schon wieder aufs 4-2-3-1 zurückwechseln sollen, weil er einfach in der Mitte so kompakt stand, dass man einfach über außen hätte spielen müssen. Das war mein Fehler. Naja, was soll's. Wir gewinnen jetzt einfach mal die restlichen drei Spiele und sichern uns damit Gold 1, Punkt. Reden wir gar nicht mehr über Gold 2, hohe Stile muss man sich setzen und dann schafft man die auch. Sage ich jetzt, behaupte ich jetzt einfach mal. Na komm. Was ich mich gerade frage, ist, kann man eigentlich durch Zufall gegen jemanden spielen, der ein mega krasses Team hat? Oh mein Gott. Na, ich hoffe mal, dass der sehr schlecht spielt. Egal, wir konzentrieren uns jetzt mal und spielen gut und gewinnen, egal wie gut der Gegner ist. Punkt. Wir wollen jetzt schließlich jedes Spiel gewinnen. Und mit Goretzka abgefangen, also das fällt auf jeden Fall auf, dass man mit Goretzka viel und gut die Bälle abfangen kann. Gespielt, aber wir haben es noch geschafft, in den Schuss reinzukommen. Kraska. Halten von Begovic und Werner macht ihn dann einfach rein. Nice. Sehr, sehr nice. Lackertor auf jeden Fall. Aber schön, dass Werner ihn dann auch einfach so reinmacht. Flachschuss wäre vielleicht sogar besser gewesen. Spielt, glaube ich, das enge 4-1. Ja, das enge 4-2-3-1, also mit zwei ZOMs, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er jetzt umstellt. Gerade Lacazette ist ja auch jemand, den man als zweiten Stürmer spielen kann, also ich spiele jetzt vielleicht ein 4-1-2-1-2. Ja, war klar. Lukaku und Lacazette von drin. Komisch, dass er das nicht direkt von Anfang an gemacht hat, aber vielleicht wollen wir das erstmal so probieren. War auch ein schwieriges Tor, weil er sich da halt komisch drehen muss und nicht so richtig zum Tor guckt.
Jetzt konzentrieren wir uns und spielen genauso abgeklärt weiter. Schön gemacht mit Goretzka wieder mal. So, Bellarabi. Schon wieder fast das. Jetzt gehen wir mal zur Ribéry. Ach, ich wollte mal zur Ribéry gehen, weil es fast schon wieder das gleiche war und. Es ist auch ein geiler Jubel. Und Ribéry. Ah, das ist Ribéry, sehr geil. Oh, das ist so geil gemacht, wie dann Ribéry halt echt. Oh, ist das geil. Ribéry halt wieder derjenige, der den Schuss nicht unterbringt und Werner Staub wieder ab. Im echten Leben würden die halt auch dann so aufeinander hängen und miteinander reden und hier, du Lacker, bla 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 bla. Keine Ahnung, was die Möglichkeit sagen würden, aber. Ist das geil. Und es kotzt den Gegner bestimmt total an. Mich würde es mega ankotzen. Zwei Lackertore. Und jetzt konzentrieren wir uns mal. Aber wir haben immerhin die Chancen gut rausgespielt. Und Goretzka macht hier ein überragendes Spiel. Ich hätte ihn echt eher holen sollen. Wie gesagt, ich wollte ihn eigentlich für die ganze Weekend League mir kaufen und hat dann aber irgendwie nicht mehr dran gedacht. Wahrscheinlich, weil ich mit Tolisso. Oh. Schwacher Pass von Bellarabi. Wahrscheinlich, weil ich mit Tolisso und. Wieder Goretzka. Das war dumm von mir. Ja. Mein Fehler. Ich darf da nicht diesen dummen Pass spielen mit Bellarabi. Dann kommt auch dieser Angriff nicht zustande. Ganz einfach. Ist definitiv mein Fehler. Scheiße. Da muss es wohl nochmal Ribéry und Werner machen. Schade, dass halt Ribéry dadurch keine Scorerpunkte bekommt. Schade. Aber schön gespielt. Auch ein guter Laufpass von Kimmich auf Bellarabi. Gut gemacht mit Schmelzer. Danke für diesen Fehler. Oh, das hat er sehr gut gemacht. Schöner Schuss von Werner. Ach, ich wollte ja mal die Spielerrollen neu machen und gucken, wo Goretzka da hinkommt. Theo, wir fahren nach Lodz. Bellarabi eigentlich gut gemacht von Bellarabi oder mit Bellarabi, aber es hat nicht gereicht. Aber Bellarabi ist auch defensiv sehr gut. Schon im letzten Spiel, glaube ich, aufgefallen. Tolisso, naja. Weiß ich nicht, ob ich den da unbedingt brauche. Auf der Position. Oh, das war. Scheiß Fehlpass. Ey, wenn ich gewusst hätte, dass ich endlich mal ein rausgespieltes Tor, wenn ich gewusst hätte, dass ich durch bin, dann dritte Tor von Werner übrigens. Wenn ich gewusst hätte, dass ich durch bin mit Werner, wäre ich noch einen Schritt gelaufen, aber mach ihn auch so einfach rein, sehr schön. Ist auch verdient, ich bin auf jeden Fall der bessere Spieler hier und das Gegentor war meine Schuld, klar. Aber hier spiele ich auch einfach besser. Oh, mit dem schwachen Linken, sehr schön. Schade, dass er mich nicht trifft. Wir können es rot geben.
Ja, aber teilweise ein paar Bälle, das gefällt mir nicht so. Auf jeden Fall nicht wieder den Anschluss fressen. Ich wollte logischerweise den anders passen. Hätte ich das gewusst, dass es so scheiße kommt, hätte ich ihn selber geschossen mit Goretzka. Das ist aber auch ziemlich aggro. Ist das jetzt mal rot oder? Ach ja, da hat er ja dieses Überteam, fällt mir gerade ein. 32 Meter, ich probiere es einfach mal. Ist machbar mit Vollspann. Der war gar nicht schlecht, wenn ich den hätte ich noch straffer aufziehen müssen, einen Tick weiter nach links ziehen. Und dann wäre er gefährlich gewesen. War sehr optimistisch und hat deswegen auch nicht geklappt. War der Glück, dass ich den mit Goretzka nicht wieder abfange. Das ist halt das Krasse an Werner, da kann sich halt auch am Ball durchsetzen. Das würde Mertens halt nicht so hinbekommen, leider kein Lackertor dieses Mal. Da hat Werner einfach einen Tick mehr Körper als Mertens. Das reicht halt dann schon aus. Ich weiß gar nicht, wie viel der hat, aber das gucke ich jetzt direkt mal nach. Wo steht denn das drin? Antritt aus. Da, Stärke. Was? Nur 59? Aber okay, 59 sind halt trotzdem schon 17 Punkte mehr als 42. Aber ich hätte gedacht, es wären mehr. Aber er hat auch Marksman. Moment mal, er hat Marksman und Marksman gibt mindestens 5 Punkte auf Stärke. Also hat er über 60. Aber es ist trotzdem nicht viel. Aber naja, es logischerweise, es muss ja einen Unterschied geben zwischen 42 oder ich sage jetzt mal 62. Sonst bräuchte man ja den Wert nicht wirklich. Oder man könnte einfach sagen, es gibt den Wert Stärke 1, 2 und 3 und halt nicht eine Skala von 1 bis 99. Deswegen, ja. Aber dass es sich dann so krass bemerkbar macht, hätte ich bei dem Wert, ehrlich gesagt, nicht gedacht. Also aggressiver, weil er jetzt unbedingt auch die Tore schießen will, aber es bringt halt nichts. Also dann spielt man normalerweise einfach schlechter. Ich kenne das. Schöner Schuss. Und gewinnt dadurch eigentlich nicht wirklich mehr Bälle oder so. Spielt man einfach zu hastig, zu aufgeregt. Oh, fast das erste Tor für Goretzka. Goretzka ist auch schon wieder sehr interessant im Spiel nach vorne. Das erinnert mich auf jeden Fall an seine Verhaltensweise in FIFA 17. Schade, das hat er leider dann gut antizipiert. Weil er seine Verhaltensweise an FIFA 17. Danke, Schmelzer. Süle gefällt mir mittlerweile auch viel besser als am Anfang, aber ich glaube halt, es hätte echt was damit zu tun, dass man sich mit den Spielern einspielen muss. Und das ist irgendwie krasser in FIFA 18 als in FIFA 17, finde ich. Weil fast jeder Spieler gefällt mir, wenn ich ihn länger spiele, besser als am Anfang. Schade. Was? Er hat Ronaldo eingewechselt? Wann? Ich habe letztens erst wieder gelesen, was Ronaldo für ein krasser Gamechanger wäre. Dann hoffen wir mal nicht, dass er jetzt das Game dahin
Change, dass es hier am Ende dann noch doch irgendwie noch ein 3-3 oder so gibt. Will der jetzt nicht mehr mit, oder was? Doch. Worauf hat er denn gewartet gehabt? Wir lacken uns mal eine Ecke. Ich wollte gerade sagen, der Ball kommt eigentlich ganz geil. Leider der Kopfball da nicht so gut. Weil er eigentlich ein taktisches raushauen. Also ein taktisches Foul, um diesen Konter zu unterbinden. Aber es hat irgendwie nicht geklappt. Danke. Ribéry hat gar keine Power mehr, also den brauche ich jetzt nicht mehr groß in den Lauf schicken. Werner schon eher. Schade. Ich glaube, da haben sich Süle und Ginter gegenseitig behindert. War klar, dass er wieder versucht, Ronaldo ins Spiel zu bringen. Wo die Karte? Ich glaube, es gibt jetzt Rot. Nee, doch nicht, nur Gelb. Für Smalling! 77. Wenn er natürlich jetzt noch ein Tor schießen sollte, dann würde ich. Auf Zeitspiel gehen. Hatten ja auch locker noch Chancen für ein viertes Tor gehabt. Goretzka gewinnt auch das Kopfballduell. Schöne Flanke von Süle. So, Ribéry hat zwar keine Ausdauer mehr, aber. Wenn er Platz bekommt, dann. Naja, vielleicht einfach nur stehen und ich falle auf die Scheiße rein, ey, wie dumm von mir. Ja, ich wollte gerade sagen, ist doch ein Elfmeter, aber schön, wie sich Ronaldo einfach hinfallen lässt. Ihr habt es doch gesehen, oder? Ich habe nichts gemacht mit Süle. Und er verschießt mit Ronaldo, krass, geil. Aber wie er verschießt, nicht knapp, sondern richtig krass, fett Pfeffer geben. Und das war's jetzt eigentlich auch. Ich glaube, es macht auch nichts mehr, oder? Doch, er macht noch was. Die hat keine Pace mehr. Und Goretzka macht den Deckel drauf. Sehr geil. Erstes Tor für ihn. Ich sag ja, da spielt er auch sehr gut nach vorne mit. Und ich glaube, es war ein Direktschuss, Direktabnahme. Vielleicht haben wir jetzt ja endlich die Voraussetzung der Wochenaufgabe erfüllt. Das Ding wäre fast rein. Ich meine, wird trotzdem nicht nochmal spannend, aber. Oh, jetzt bricht er ab, okay. Von mir aus. So, Tore. Dreimal Werner. Vorlagen. Goretzka, Arangis, Ribéry. Ja, Tore einmal Werner. Ich hatte, Goretzka, ich dachte, das wird nicht angezeigt. Goretzka macht zwei Scorerpunkte. Ribéry macht auch wieder einen. Nice. Also, Ribéry hat sich erstmal festgespielt auf der linken Seite. Das kann ich jetzt schon mal sagen. 3-2! So, jetzt schauen wir mal, ob wir das geschafft haben. Direktabnahme, ich wusste es.
Und es war eine Wochenaufgabe, vielleicht kriegen wir da ein bisschen Kohle für. Zwei Spielerset, lass mich raten, es ist ein Leihspielerset. Nein, normale Spieler, sehr geil. Come on, einer selten, aber ich glaube, das ist dann, weil einer Gold, das selten ist, glaube ich, immer Silber. Ist, glaube ich, immer Silber. Sag ich doch. Ich meine, Silber, seltener Silberspieler kann auch was wert sein, aber ist halt schade. Oh! Oh! 1,7 für einen ultra schlechten Goldspieler, für einen 75er. Der wird wohl gerade gebraucht. 1,7, den stellen wir mal rein für 1,6. Das ist ja geil. Wenn jetzt der Silberspieler noch was wert ist, dann hat sich das schon gelohnt, dieses Pack. Ach, schade. 400, der ist leider nichts wert. Mist. 1,6 gibt es halt, glaube ich, auch manchmal einfach so als Wochenbelohnung. Ja, jetzt nicht den Spieler gebraucht, aber okay. Dann würde ich sagen, gewinne jetzt die letzten zwei Spiele in der nächsten, also in der letzten Aufnahme. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.